Heute zeige ich euch, wie man ein Gipsnest baut mit zwei Ein- und Ausgänge, einem Wassertank und einer herausnehmbaren Plexiglasscheibe. Herzlich willkommen auf Antlandes. Heute zeige ich euch, wie man so ein Gipsnest baut. Um dieses Nest zu bauen, brauchen wir einmal die Gießform, die dazu passende Plexiglasscheibe, 4 M6er Gewindemuffen, 8 M6er Schrauben sowie zwei Übergänge, 1/2 Zoll Außengewinde mal 3/8 Zoll Innengewinde und zwei Übergänge, 3/8 Zoll Außengewinde mal passende für die passende Schläuche. Die kann man immer wieder austauschen. Das ganze Material sowie das Werkzeug habe ich euch unten in der Videobeschreibung aufgeschrieben. Die Gießform, die hier benutzt wird, habe ich in einem Baumarkt gekauft. Sie ist 160 mm lang, 105 mm breit und 42 mm hoch. Diese Kisten werden für Sortierboxen benutzt. Ja, die gibt es in verschiedenen Größen. Und die haben hier hinten 4 kleine Ecken. Vielleicht sehen. Genau. Das erleichtert uns ungemein viel Arbeit. Und zwar, wir werden erstmal die Bohrlöcher für die Plexiglasscheibe anzeichnen. Dafür brauchen wir eine Unterlegscheibe für 6 mm Schrauben. Dann werden wir das Ganze anzeichnen. Wir pressen die Unterlegscheibe hier in der Ecke und zeichnen die Bohrlöcher. Wir zeichnen auch noch die Ein- und Ausgänge ein. Das heißt, wir machen sie hier ziemlich mittig. Dafür brauchen wir einen Gliedermaßstab. Wir hatten ja vorhin gesagt, das sind 105 mm. So, dann können wir hier 52 mm die Mitte nehmen. Man kann ja grob anzeichnen. Und 22 mm. So. Da werden wir die Ein- und Ausgänge bauen. Muss nicht ganz auf den Millimeter passen. So. Um die Löcher zu bohren, brauchen wir für die Plexiglasscheibe zu befestigen einmal vorbohren, einen kleineren Bohrer und dazu ein passender Bohrer für die Schrauben, in diesem Fall für M6er Schrauben. Für die Ein- und Ausgänge habe ich einen Stufenbohrer benutzt. So. Jetzt werden wir das Ganze bohren, beziehungsweise da ich diese Nester sehr oft benutze, habe ich da schon was Fertiges. Und so sieht das Ergebnis am Ende aus. Die Ein- und Ausgänge, die haben dann einen Durchmesser von 16 mm. Genau. Wir werden jetzt die Plexiglasscheibe anzeichnen. Dafür sind wieder diese vier Ecken sehr hilfreich. Dieses Stück Plexiglasscheibe war früher etwas größer. Dann habe ich mir von einem Schreiner passend schneiden lassen. Und passt wunderbar hier rein. Ein bisschen Spielraum. Das ist auch so gewollt. Genau. Jetzt drehen wir das Ganze mal um und können die Löcher anzeichnen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in den Kommentaren. Ich werde die Fragen dann bestmöglich beantworten. So sieht das Ganze aus. Wenn es fertig gebohrt ist, sieht es dann so aus.
Jetzt werde ich das Ganze mal zusammenbauen. So, die Plexiglasscheibe ist montiert. Diese kleinen Schrauben, die ihr hier seht, das sind wie Widerhaken, so dass wir später die Gewindemuffen nicht rausdrehen können aus dem Gipsnest. Die werden dann mit eingegossen. Jetzt werden wir den Rest noch zusammenbauen. Diese weißen Schrauben hier, die habe ich vom Beckenverbinder entwendet. Und die brauche ich jetzt nur hier während des Gießvorgangs, so dass mir kein Gips hier rauslaufen kann. Später, für die weitere Nutzung, brauche ich die nicht mehr. Jetzt werden wir die Kammern gestalten. Man kann dazu Knete nehmen. Ich habe jetzt was anderes genommen. Das ist so ähnlich. Dies wird von Installateuren benutzt. Für den Ablaufventil vom Waschbecken zum Abdichten. Ja, das ist das Ventil, wo dann der Siphon dran gemacht wird. Ja, lässt sich so ähnlich wie Knete verarbeiten. Klebt aber besser und lässt sich auch gut vom Gips lösen. Ja. Jetzt werden wir mal die Kammern mal modulieren. Würde ich sagen, ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns später. So, da wären wir schon wieder. Die Kammern haben wir alle moduliert. Das hier wird später der Wassertank sein. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind noch die Übergänge zu verschließen, so dass da kein Gips rausfließen kann. So, haben wir verschließen. Wieder zusammenschrauben. Die Seite habe ich schon gemacht. Später, wenn das alles vergossen ist, werde ich dann die Eingangslöcher bohren, sodass die Ameisen ins Nest gelingen können. Jetzt werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze mit Gips ausgieße. So, um das Gipsnest auszugießen brauchen wir einmal einen Gipsbecher, fast voll mit Wasser. Dann brauchen wir einen Rührstab, einen Löffel und das Gips. Ich nehme hier einen Bau- und Hobbygips, gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Genau, so, jetzt mischen wir das Ganze. Es darf flüssig sein. Wasseranteil darf nicht so hoch sein. Jetzt haben wir das Ganze angerührt und jetzt vergießen wir das Ganze. Da war es hier ein bisschen undicht, habe ich nicht so ganz nachgezogen. Jetzt habe ich das wieder verbessert. Dieses Gipsnest muss etwa 3 bis 4 Tage trocknen, da es sehr viel Wasser enthält. Genau, da können wir das aus der Form rausnehmen. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen. Das Gipsnest ist soweit durchgetrocknet und wir werden den jetzt aus der Form herausnehmen. Beim Herausnehmen ist eine kleine Ecke weggebrochen. Hier die, aber das ist kein Problem, die kann man wieder da dran kleben. Jetzt werden wir die Plexiglasscheibe entfernen.
Diese Art Nester zu bauen ist ein wenig aufwendig. Es gibt natürlich auch andere Gipsnester, die ich baue, die nicht so aufwendig sind. Aber das ist so die Variante, die mir gefällt. Die Gänge zwischen einer Kammer und der anderen, die befinden sich hier. Das so, die sieht man dann von oben nicht. Die sind dann quasi intern. Genau. Ich habe jetzt mehrere Nester davon gebaut. Das ist jetzt eins davon. Dann später mache ich das Ganze sauber. Man kann das einfach dann hier reindrehen. So, schon ist das Nest soweit fertig. So sieht das Endergebnis aus. Unser Nest ist fertig. Mir sind leider ein paar Videoaufnahmen abhanden gekommen, aber ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe noch einmal mit dem Bohrer in der Plexiglasscheibe ein Loch reingebohrt, um den Wassertank zu füllen. Und habe noch ein Stückchen Schwamm reingelegt. Dann habe ich noch einen Schraubendreher genommen, habe noch die Ein- und Ausgänge bearbeitet, so dass alles passt. Und das ist schon alles gewesen. Über ein Like von euch freue ich mich sehr und bis nächstes Mal. Ciao!